Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Heute drehen wir eine Foodtour durch Bielefeld, die Heimat von Anderson. Ja, man sagt, Bielefeld gibt es nicht, ne? Ich bin sehr gespannt, Anderson. Enttäusch uns bitte nicht. Budak Jack Jack Junior. Ist immer noch da, Alter. Ich bin gespannt. Chris London, frisch aus dem Club gekommen. Was geht ab, Leute? Endlich sind wir in Bielefeld. Unsere erste Station, Crispy Kebab. Ich komme aus Bielefeld. Ich dachte, wir sind in Bielefeld, Enni. Ja, wir sind in Bielefeld. Bruder, hier steht Cottbuser Tor, Berlin. Ist das etwa ein Berliner Döner? Echte Berliner, 16 ein Lila. Die kommen wieder. Aber nur im Beamer. Was geht bei euch, Jungs? Wir haben Hunger auf einen Berliner Döner, Bruder. Kriegt ihr. Einmal Hähnchen und einmal normales Kalbsfleisch. Genau. Eisberg und Rotkohl. Wir sind doch da. Was soll das, Digga? Wir sind doch da, meine Damen und Herren, zum Frühstück Döner. Ich liebe es. Bruder, ich liebe es. Nichts Besseres als Döner zum Frühstück. Da hast du was gesagt. Guck mal, Jackson. Berlin. Shit. Die Soßen, sage ich direkt, 10 von 10. Okay, Jackson. Habe ich doch gesagt. Ich fühle mich wie zu Hause. Ich schwöre bei Gott, wenn man dir zuguckt, wie du reinbeißt, man hat selber Bock auf Döner. Ja, das sagen viele. Jackson, guck mal den Querschnitt bitte. Bis à la Gex. Super. Und bei uns gibt es auch keinen Cocktail. Cocktailsoße. Boah, unsere Soßen hat ein Sternekoch gemacht. Timo Hinkelmann heißt der. Eure Dönersoßen hat ein Sternekoch gemacht? Ja, das ist wirklich so. Der erste Test ist bestanden, mein Bruder. Jawohl, Mann. Ich komme aus Bielefeld. Ich komme auch aus Bielefeld. Wir sind bei Antep Grillhaus und Anderson sagt, hier gibt es die besten Grillplatten. Freunde, guckt euch mal diese Grillplatte an. Was passiert hier, Cousin? Sie kommt aus Bielefeld. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Es geht los. Ist das Lahmacun mit Käse? Ja, Bruder. Das, meine Damen und Herren, ist ein Salat aus Bielefeld. Ich komme aus Bielefeld. Was ist denn das für ein Champions-League-Tisch? Das wollte ich schon mal machen. Oh. Hab ich doch gesagt. Lammkotelett. Kommen wir zum Adana, Jackson. Adana kommt auf Brot. Halbierte Biber. Ein bisschen Aji essen wir genau auf Adana. Und jetzt rollen wir ihn zusammen, Cousin. Genau so muss ein Griller schmecken, Jackson. Wir haben hier Lahmacun mit Käse. Ich glaube, das probiere ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ehrlich? Ja. Hicke, ich will dir einen Witz erzählen. Ich bin ganz ohr. Ich werde meinen Sohn später June nennen. Warum? Immer wenn er traurig ist, sage ich, lach mal, June. Und die goldene Regel bei jedem Grillteller, Cola, Bruder. Kommen wir zu meinem Lieblingsessen, Kanat. Vorbei. Warum heißt es eigentlich Milchreis und nicht Reismilch? Ich komme aus Bielefeld. Wir sind jetzt bei Andalusien. Wir probieren jetzt marokkanische Tacos. Wir haben Marokko nach Bielefeld geholt, Anderson. Okay. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Wow. Guckt euch mal diesen marokkanischen Taco an. A la Gürks. Taco mit Merguez. N-I-L-L. Eine 10 von 10. Sowas habe ich noch nie probiert. Das erinnert mich an Kumpir. Kartoffel, Käse, Wurst, Soße, Brot, links, rechts. Das ist mir zu viel, Cousin. Hier ist unser marokkanischer Burger. Digga, ich glaube, ich hatte noch nie so ein weiches Bun wie hier. Guck dir das mal an. Okay, Jackson. Der Burger gefällt mir, Cousin. Das ist ein guter Burger in Bielefeld. Riki. Nur weil die Arbeiter aus Marokko kommen, ist es noch lange kein marokkanischer Burger. Unsere Foodtour geht weiter. Wir sind bei Damaskus und probieren syrische Spezialitäten. Super. 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 Ich hab Hunger. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Sarma aus Syrien. Wow. Hopp. Oh, hopp. Wie, ihr macht eine Sarma-Party ohne mich? Es schmeckt sehr, sehr gut. Darf ich den Inschlikörfter essen? Kommen wir zum Kippe. Wir tunken ihn in eine Knoblauchsoße. Hiki, willst du den wirklich essen? Ja, bitte. Außen knusprig, innen weich, gelungener Inschlikörfter. Hallo Kevin, die Seegurke. Wer? Es geht weiter mit Baba Ganoush. Schmeckt sehr solide. Syrisch, Damaskus. Ja, ich bin auch noch dran. Ah, stimmt, ja. Söylen mir dich, sana layık düşler benden önce. Boah, ich finde Aubergine sehr underrated, Alter. Gibt Aubergine eine Chance. Unsere Foto geht weiter. Unsere nächste Station, Rashid's Kitchen. Hier gibt es die besten Baguettes in ganz Bielefeld. Harbi Baguette. Rashid und Jamal. Freunde, seit Tag 1. And I don't understand that. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Rashid. Yo. Was passiert hier, Rashid? Alles kommt hier auf einen Grill. Sehr, sehr interessanter Anblick auf jeden Fall. Hallo, ich grüße meine Mutter und meine Freunde. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Unser Sandwich ist bereit. Und guck dir das mal an, Jonesy. Das ist ein Picasso aus Sossis. Das war sehr hart. Crunchy sogar. Ich weiß schon jetzt, dass es eine 10 von 10 ist. Ich sag dazu nur eins. Rashid und Jamal, Freunde seit Tag 1. Soßen ballern. Baguette, richtig geil. Diese Merguez, krank. Das, meine Damen und Herren, ist ein super Produkt. Habe ich doch gesagt. Jackson! Ach du Scheiße. Boah. Was passiert da? Ich würde das sogar vor Döner vorziehen. Hart. Hi, ich bin. Kommen wir zum Falafel-Baguette. A la Gürks.
Es schmeckt super. Das Beste, was ich in Hannover und Bielefeld gegessen habe. Wirklich? Dieser Essen würdest du neben Deutschland bekommen, außer Bielefeld, Digga. Wir sind alles Bielefelder Jungs. Bielefelder Jungs. So I just wanna love you, baby. Yeah. Wir sind bei der nächsten Station, No Hut, I don't know. Wir haben hier Reis, Cacık, Salat, Imam Bayıldı. Und hier haben wir Müjver. Guckt euch mal an, wie schön das aussieht. Wir nehmen diese Joghurtpaste und reiben die auf Müjver. Endlich essen wir was Gesundes. Da ist überall Öl drin, was für gesund, Alter. Ja, sind Karotten drin. Chris probiert Imam Bayıldı mit Reis. Hopp. Imam harbiden bayılmış. Mitten in Bielefeld, wir machen ein Picknick. Guck mal, Heki, er hat immer noch Hunger, bitte. Mal ein bisschen langsamer. Und das ist das Ergebnis. Sorry. Weißt du, was das Problem bei uns ist? Wir essen alles, was dick macht. Und der Salat, den hat niemand angefasst. Hopp. Ja, jetzt weiß ich, warum der Keller ist. Unsere nächste Station ist Frosty. Frobi. Unsere nächste Station ist Frobi. Und hier essen wir jetzt Eis. Unser Eis ist bereit. Hat der Eis? Bueno Eis. Capri-Sonne. Unsere Tour geht weiter, wir sind bei Toussaint. Wir haben hier Kürbisschnitzel mit Kürbiskernen. Ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Wir nehmen unser Hähnchen und dippen es in Yuppie-Soße. Ja. Ich finde die Kürbiskernen harmonieren sehr, sehr schön mit dem Schnitzel. Die Yuppie-Soße kommt perfekt. Super. Amor mio. Amor. Por favor, tú no te vas. Volver, no volveré, no volveré, no volveré. Unsere nächste Station, Lukiomi, und hier gibt's asiatisch. Das war ein persönlicher Herzenswunsch von mir. Schönes Hähnchen, Reis, Hekim. Wir sind bei Nonnas und probieren jetzt die beste Pizza in ganz Bielefeld. Schön, dass ihr hier seid. Unsere Pizza ist da. Amore mio. Gute Pizza. Eine erfolgreiche Pizza. Ich muss abnehmen, Burak. Du fettes Kind. Unsere letzte Station, Östat. Und hier gibt es Baklava. Herzlich willkommen. Seit wann, Onkel? 18 Jahre. Seit 18 Jahren. Ein Baklava, der 18 Jahre alt ist, kann nur schmecken. Kann nur schmecken. Guckt euch diesen schönen Baklava an und guckt euch diesen schönen Abi an. Drinne ist Heimat, Bruder. Bielefeld, ich liebe dich. Dankeschön, Östadt-Café Bielefeld. Hast du nicht gehört, wir sind durch, Bruder. Hab's dir auch gesagt. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, oder Jungs? Aber ja, super viel Spaß. Geil. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr nächste Woche noch eine Foto sehen wollt, dann gebt die Video gerne einen Daumen nach oben. Aber bitte, kann ich bitte sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao. Sie kommt aus Bielefeld.